Hallo zusammen und herzlich willkommen in diesem Video. Ich bin hier wieder im Wald unterwegs, diesmal ein bisschen weiter oben als da, wo ich sonst unterwegs bin mit einem Kollegen. Und ja, schauen wir mal, was hier so gehen wird. Hier haben wir ein Monsterding von einer breitblättrigen Glucke. Also wirklich riesig, ein paar Kilo schwer. Unglaublich. An einer, keine Ahnung. Was hast du gesagt, Kollege? Weimutkiefer. Weimutkiefer, aber bin mir nicht ganz sicher. Eventuell. Vom Stamm her so. Aber ein richtiges Ding. Hier noch die Beute von vorhin, ein Fichtensteini, zwei Flockis und ein Rotfußröhrling. Und hier drüben konnte ich noch sehen, ein paar Gallertrichter hier im Moos drin. Auch wunderschöne Farbe. Perfekt. Da noch der Kollege. Wunderschön. Hier haben wir einen kleinen Hang und hier ein alter Steini mit dem hellen Netz. Und hier nebendran dachte ich, ja, vielleicht auch noch Steini. Habe einen rausgenommen und tada, Schönfußröhrling, hellerer Hut und die Netzzeichnung. Magen unverträglich, nicht sammeln. Er bleibt hier und hier nebendran hat es auch noch weitere, hier nochmal kleine und hier noch eine Flockenhexe. Also wirklich alle drei Arten hier direkt nebeneinander und den hier nicht sammeln. Hier ein wunderschönes Exemplar. Im Gras noch zwei kleine, also ja, drei, vier, die nicht mehr gut sind. Nehm den mal raus. Ah, der kommt schon mit. Wunderschön, weißer Hut dran, Fichtensteini. Schön weiß. Ja, der ist schon abgestorben. Dazu machen hier drüben ist nochmal einer, aber der sieht auch nicht ganz gut aus, schon weich. Kommt nur der mit, mal putzen, aber wunderschön, richtig schön. Hier der Fichtenstein in der Mitte hat er ein paar Maden. Und man sieht hier auch schön den roten Hutrand, hier den weißen Rand, etwas eingerollt. Wunderschöne Qualität, hier noch etwas aufgeplatzt, aber sehr frisch, also auch keine Verfärbungen. Sehr schön, und der Kollege hat hier ein, wir vermuten, ein Sommersteinpilz noch. Aber wir schneiden ihn mal an und schauen. Ich gehe davon aus, dass es Sommerstein ist. Vielleicht den Hut halbieren, mal schauen. Jetzt halbieren, sehr schön. Das ist Bombe. Das ist tatsächlich Sommersteine. Ja, kein roter Hutrand. Sehr schön. Eben der etwas dunklere Stiel. Genau. Genau, das sind so die. Melkmode. Ja, sehr schön. Beim Kollegen. Und das hier bei mir. Wunderschön. Oh, hier sind wir auf 1000 Meter. Man sieht hier eine kleine Lichtung. Und genau hier ist genug Regen hingekommen. Hier haben wir die Steinis gefunden. Und wir haben noch gleich einen Semmelschoppelpilz gefunden, der Kollege. Wunderbar. Zeig mal. Ja, perfekt. Auch der erste Semmelstoppel für mich dieses Jahr. Sieht man schön die Stoppeln da. Schön die Farbe. Ah, riechen wunderbar. Also 1000 Meter ungefähr geht ab. Hier sind wir am Waldrand unterwegs. In der Hoffnung auf solche Pilze am Waldrand. Und hier konnten wir einen Pfefferröhrling sehen, der schon etwas drüber ist. Wo ist der Steinpilz? Da eine ältere Hexe. Noch ein anderer Pilz. Und hier Pfefferröhrlinge, soweit das Auge reicht. Alle etwas älter hier, aber da hinten kommen zwei, ah nein, sind auch Flockenhexen, die rauskommen. Etwas kleine. Da noch ein Täubling. Da hinten kommt noch mehr. Hier auch wieder Pfefferröhrlinge satt, sind aber alle drüber. Die kann man nicht mehr verwenden. Hier nochmal zwei Stück. Oh, hier nochmal ein Täubling. Der sieht schön aus. Oh, wunderschön. Das ist ein schöner Flocki. Den nehme ich mal raus. Ja, bilderbuchmäßig. Hier noch einer. Der Kollege hat ihn gefunden. Wunderschön. Ja, sehr schön. Schön im dicken Moos, hier noch eines ganz kleines. So. Ja, perfekt. Der kommt auch mit. Wunderschön. Der kleine lassen wir wachsen noch. Ja, ja.
hier direkt am Baum konnte ich einen ausmachen, der sich versteckt hat. Uah. Richtig tief drin. Nehmen wir mal raus. Ah. Ah. Ja, gut, abgebrochen. Graben wie den ja. Trüffel. Wie ein Trüffel rausgraben, genau. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Tipptopp. Den putze ich nachher. Und hier drüben konnte ich noch einen ausmachen. Sehr wunderschön. Richtig großer Stiel. Die Größe. Ja, wunderschön. Wunderschöne Steine. Perfekt. Und hier noch ein paar kleinere. Da kommt noch einer raus. Und hier drüben noch einer. Aber die bleiben hier. Hier wieder etwas weiter. An einem Hang konnte ich hier im Gras diesen wunderschönen Stein ausmachen. Nehmen wir mal raus. Ja, schon etwas gelb. Auch vermadet hier der Stielrest. Ja, aber wunderschön von oben aus gesehen. Schneide ihn mal an und schaue. Hier der Steini. Das gelbe Röhren, die nehme ich dann runter. Aber hier nebendran, man sieht sie kaum. Zwei Stück hier. Und hier nochmal zwei weitere. Nehme die mal raus. Wunderschön. Aber die zwei lasse ich mal da, die sind super schön. Ja, da hinten der Kollege auch noch einen gefunden. Wunderschön, wirklich schön hier im Gras. Sehr schön. Stopp. Und hier auch noch kleiner, der rauskommt. Also die sind gerade so im Schub hier direkt auf einem Fleck. Wunderschön. Perfekt. Die sollten nicht vermadet sein. Hier schön am Straßenrand ein Fliegenpilz, aber wirklich wunderschön. Sieht man auch den Knollenansatz. Wunderschön. Hier nochmal Bilderbuch. Schön freier Grund hier, Waldboden. Und hier ein Bilderbuch. Exemplar. Wirklich schön. Schon nach oben geschirmt, aber das WLAN oben. Wirklich schön. Hier direkt das Beispiel. Hier noch zwei kaputte. In das ist da drauf getreten. Und hier direkt nebeneinander Fliegenpilz mit riesiger Knolle. Und hier der Steini. Wunderschön. Nehme ich raus. Sieht man eben Steinpilzanzeiger. Schöner Fichtensteinpilz. Weißer Rand, leicht eingerollt, weißes Netz. Relativ heller Stiel. Heller als beim Sommersteini. Genau, so sieht das aus. Hier bin ich so an einer kleinen Lichtung. Und hier direkt, wo etwas mehr Regen hingefallen ist. Hier Flocki, da drüben, hier noch einer, da hinten noch zwei. Der kommt direkt erst raus. Nehmen wir mal raus. Ah, das ist ein Schönfuß. Und hier, das ist ein Flocki eben. So können Sie ihn verarschen. Hier sieht man direkt den Unterschied. Der Schönfuß hat gelbe Röhren, ein Netz. Und hier der Flocki hat Flocken, rote Röhren, dunkleren Hut. Obwohl hier der Schönfuß ein relativ dunklen Hut hatte. Aber so hier nochmal der direkte Vergleich. Hier zwei wunderschöne Flockis. Perfekt. Sehr schön. Hier noch ein etwas älteres Exemplar und hier konnten wir finden tatsächlich im Moos versteckt kommen hier die ersten Pfifferlinge. Wunderschön. Nehmt die mal raus. Ach, richtig schön. Wow. Auf die habe ich gewartet, die ersten für mich, 2022. Wunderschön. Ja, der ist abgebrochen. Perfekte Größe, sehr schön. Hier konnte ich den ersten Habichtspilz ausmachen und ich sehe hier gerade direkt nebendran zwei abgeschnittene Reste von irgendwas. Richtig schön. Ich schau mal, wie er von unten aussieht. Ja, also noch sehr kleine Nadeln. Also sollte doch noch relativ jung sein. Wird im Alter bitter, also nur ganz wenig als Würzpilz. Aber nehme ich mal mit, putzen und schau mal. Aber wunderschön Habichtspilz. Hier nochmal
Fichtensteine drückt hier unten raus, also ist schon so alt, aber ein richtiges Ding. Krass. Hier haben wir noch ein Exemplar gefunden, das unter einer Wurzel raufwächst und fast halbiert ist. Aber sieht wunderschön aus. Ja, das ist wirklich nicht nur. Oder sind das zwei? Oder sind das zwei? Ja. Oh nein, schade. Abgebrochen. Ah, es sind irgendwie zwei. Ganz komisch. Aber keine Maden. Wunderschön, speziell. Haben wir aus der Distanz den roten gesehen. Und hier nebendran der Steini. Wunderschön. Also wieder kein Meter voneinander entfernt. Steinpilz und Fliegenpilz. Wunderbar. Und ich habe beim Bestauen nach da drüben geschaut und konnte noch mehr sehen hier in diesem Hang. Wir gehen mal schauen. Hier nochmal ein Stein, der rausdrückt, ein ganz weißer. Hier zwei Stück. Der ist wunderschön. Der ist noch klein, den nehme ich mal raus. Boah, der hat einen großen Stiel. Der ist wunderschön. Perfekt. Den lasse ich stehen. Und hier rüber geschaut, habe ich den eben gesehen als erstes. Ein richtig großes Ding. Noch relativ hart, aber ja, wird schon langsam gelb. Nehmen gleich mal raus und schaue. Oh, was ist das für ein Stiel? Oh ja, das ist nicht normal. Was für ein Teil. Wird ganz leicht gelb. Ja, wir schauen mal, wie er aussieht, aber was für ein Ding. Ja, hier im Hang. Fichtensteini. So geht's. Der ist wunderschön, gar keine Made. Und hier nebendran sehe ich direkt den nächsten. Wie dick der Stiel ist. Was für Monsterstiele. Das ist unglaublich. Und der große von vorhin, da drüben, da ist noch einer. Der große ist madenfrei. Perfekt. Sehr schön. Hier haben wir so in einem alten Waldweg gesehen. Zwei Fliegenpilze, hier ein Steinpilzanzeiger und hier der zweite Steinpilzanzeiger, Pfefferröhrling, nur der Mähdrescher fehlt und der Steinpilz, aber wunderschön, perfekt. Das sind die zwei Fliegenpilze und ich schaue hier rüber, schaue ein bisschen und sehe hier die nächsten Pfifferlinge, amethystschuppig wie auch die vorhin übrigens. Hier leicht das Violett oben drauf. Hier noch ein paar kleine, aber die bleiben stehen. Hier noch ein älterer, schon kaputter. Aber der hier, der kommt mit. Hier wieder eine Lichtung voller Flockis. Unglaublich. Wunderschön. Hier. Perfekt. Hier eben die Lichtung. Ein bisschen mehr Regen, ein bisschen mehr Sonne. Und schon drücken die hier rauf, wie wild. Hier wieder unglaublich. Zwei Fliegenpilze. Hier ein älterer Pfefferröhrling. Und hier zwei etwas jüngere. Die nehme ich mal raus. So als Würzpilz habe ich die noch gerne. Sieht man, gelbe mit Zellfäden unten. Und ebenso orange, rostbraune Röhren. Brauner Stiel. Relativ klein. Würzpilz, aber muss man aufpassen, nicht zu viel und nicht roh am besten. Hier wieder so eine waldige Lichtung. Und man muss wirklich ganz genau hinschauen, um sie zu sehen. Wieder amethystschuppige Pfifferlinge. Zwei Stück hier, richtig dicker Stiel. Hier noch ein größerer. Also man sieht, große Pilze, schön versteckt. Und eben, wirklich wunderschön. So sollen sie sein. Und man sieht eben die violett-schuppigen Blättchen hier oben drauf. Hier die Eierschwämme. Und hier drüben Flockis. Wieder ohne Ende. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und hier drüben auch noch schön Fußröhrling. Also hier wächst alles Schlag auf Schlag in so einem leichten Lichtungsgebiet. Das gefällt ihnen. Hier nochmal eine Lichtung und sie werden einfach immer wie größer. Was für ein Ding. Das sind wirklich hier noch die von vorhin. Eierschwammel par excellence.
Wunderschön. Das ist schon eine stattliche Größe und noch wunderschön hell die Lamellen. Was will man mehr? Ich bin richtig kaputt, steil hier, aber wunderschön, wenn man solche Pilze finden darf. Wunderbar. Hier direkt raus aus dem Dickicht und da strahlt uns ein richtig fetter Steinpilz an. Der ist schon ziemlich drüber, aber größer als meine Hand, also, und meine Hand ist nicht gerade klein. Ja, richtig groß. Und hier noch interessant, nebendran wieder zwei Pfefferröhrlinge, die aber auch schon älter sind. Ja, obwohl, der fühlt sich noch gut an. Ja, den nehme ich noch mit als Würzpilz. Und der Kollege hilft mich hier noch da drüben. Soll es noch was geben? Eben, man muss sich hier durchkämpfen. Ah, was für ein Ding. Der ist wirklich krass. 1,5 Kilo schwer. Oh, da sehe ich noch einen schönen. Hier, der ist wunderbar. Und hinten dran, hinter dem großen, steht noch ein kleiner. Aber der ist dürr. Ah, der ist durch, ja. Wenn er so weich ist, dann ist es nicht mehr gut. Aber der da. Der ist super, ne? Ja, der ist schön hart. Ja, perfekt. Bilderbuch. Eben, den großen angeschaut. Da sieht man den größten Unterschied. Das ist Oma. Genau. Wunderschön. Hier konnte ich noch einen finden, da der große von vorhin. Hier nochmal ein Pfefferröhrling. Hier nochmal ein Pfefferröhrling. Der könnte vielleicht auch noch gut sein. Ja, sieht gut aus. Der kommt auch noch mit. Und dort oben scheinbar auch nochmal einer. Aber eben, Steinpilz, Pfefferröhrling, gehen in Gesellschaft. Jetzt regnet es richtig in Strömen. Sommerregen, ja, schon Anfang Herbst. Eben, wir haben jetzt einiges finden können. Der Korb ist gut gefüllt. Wunderbar. Wir sind happy. Das ist übrigens Conny, Pilzsammelprofi und Angler. Auf Instagram werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn du magst. Kannst vorbeischauen. Er postet auch immer mal wieder Fotos von den aktuellen Funden, die er hat hier in der Schweiz. Ja, und ich auch manchmal, wenn ich in den Wald gehe. Richtig cool. Regen hier. Ja, mit dem verabschiede ich mich aus diesem Video und wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Ja, jetzt regnet es nicht mehr. Jetzt hagelt es richtig. So ist das hier in den Bergen. Da sieht man richtig die Hagelkörner, wie sie beim Baum runterfallen schräg und hier auch liegen bleiben. Nicht so groß ungefähr, ja, ein Zentimeter ungefähr. Da sieht man. Ja.